Heldensagen waren in der Antike Unterhaltung für den Nachwuchs. Wahrscheinlich wären die Erzählungen von Kämpfen und Kriegen nach heutigen Jugendmedienschutzbestimmungen gesetzlich verboten. Medieninhalte dürfen Kinder und Jugendliche nicht in ihrer Entwicklung beeinträchtigen. Jedoch beruht die Grundidee des Jugendmedienschutzes auf dem Lichtspielgesetz von 1920. Angesichts der Übermacht des Internets und einem ungehinderten Zugang zu Filmen mit pornografischen und gewaltverherrlichenden Inhalten nicht mehr ganz zeitgemäß. Grund für die freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen und die freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Dienstanbieter zum Medienimpuls in die Bertelsmann-Repräsentanz unter den Linden einzuladen. Rund 200 Fachleute und Interessierte diskutierten gemeinsam über den Jugendschutz in der modernen Mediengesellschaft. Bundesfamilienministerin Christina Schröder sieht das Netz nicht einseitig als Bedrohung, sondern auch als Ort der Bildung. Es kommt auf den Nutzer selbst an, der den Unterschied macht. Sie können das Netz zum Ort der Entfaltung, der Beteiligung, der Bildung machen oder eben auch zum Ort von sexuellem Missbrauch, von Gewalt und von Intoleranz. Wirksamer Jugendschutz braucht ein Zusammenspiel aus Zugangsbeschränkungen und aus konkreten Informationen. Anbieter, die ihrer Sorgfaltspflicht gerecht werden, technische Schutzmaßnahmen, die Gefahren und Risiken reduzieren, sowie konkrete Informationen, wie Eltern, Lehrer und Pädagogen jugendliche Mediennutzer am besten begleiten können. Stärkung der Medienkompetenz ist ein Weg, Jugendliche besser zu schützen. Wer aber gefährliche Inhalte von jüngeren Kindern fernhalten will, muss auf technische Barrieren setzen. Allerdings gibt es in Deutschland derzeit kein zertifiziertes Programm, das die Ansprüche der Jugendschützer erfüllt. Wir sind hier in einer neuen Entwicklung. Wir sind hier auch in einer Entwicklung, in der die Technik explodiert. Das heißt, ein Jugendschutzprogramm, was heute vielleicht nicht ganz so gut funktioniert, wird aufgrund neuerer Technik in 3 Jahren sehr gut funktionieren. Nur das Problem ist, wir können diese 3 Jahre nicht warten. Es ist einfach so, dass die Kinder und Jugendlichen, die heute aufwachsen, natürlich mit dem heutigen Netz klarkommen müssen. Und da ist ein vielleicht suboptimales Programm auf jeden Fall besser als gar keins. Heiß diskutiert wurde auch über das Scheitern des Jugendmedienschutzstaatsvertrages, der am 1. Januar 2011 in Kraft treten sollte, jedoch im nordrhein-westfälischen Landtag gekippt wurde. Geplant war eine freiwillige Altersklassifizierung, um den Jugendschutz im Internet zu stärken. Webseitenbesitzer befürchteten eine Einschränkung der Meinungsvielfalt und eine zusätzliche Belastung durch die Selbsteinstufungen. Jetzt hängt man zwischen den Stühlen, ohne die wichtige Neuregelung und kaum zu kontrollierende Gesetze des alten Staatsvertrages. Man wollte mit dem neuen Jugendmediendienststaatsvertrag die Anbieter in die Pflicht nehmen und damit den Eltern die Arbeit abnehmen, nämlich ihr Kind zur Mündigkeit zu erziehen. Und mit der jetzigen Regelung entmündigt man die Netzbürger total, weil man eben verpflichtend Sendungen zu bestimmten Zeiten einfach aus dem Netz ausblenden möchte, was sowieso rein technisch überhaupt nicht funktionieren kann. Klar ist, ein neuer Vertrag muss her, aber nicht um jeden Preis. Bei der Ausarbeitung des neuen Gesetzes müssen Politik und Internetanbieter eng zusammenarbeiten. Ich erwarte mir da, dass die Internet-Community ja auch mit ihrem Sachverstand, der zweifellos vorhanden ist, uns auch bestimmte Fragen beantwortet. Was kann man machen, um Jugendschutz effektiver zu machen? Wie geht man zum Beispiel auch mit kinderpornografischen Seiten um, wenn wir uns alle einig sind, dass Sperren zumindest ein Weg ist, der nicht so furchtbar viel bringt? Wie können wir das Löschen effektivieren? Überall dort bin ich auch auf das Know-how der Internet-Community angewiesen. Die Diskussion hat mir schon gezeigt, dass allgemein ein Bedürfnis für ein funktionsfähiges Jugendschutzsystem auch im Internet gesehen wird, dass das System der Co-Regulierung, also der staatlichen Regulierung einerseits und der Selbstregulierung andererseits, auf große Unterstützung trifft, dass wir aber eben bei der Entwicklung des begleitenden technischen Apparatismus, der erforderlich ist, um das auch wirklich funktionsfähig zu machen. Zudem muss die Netzgemeinde besser aufgeklärt werden. Fehlende Information und die Befürchtung, dass Webanbieter durch die Selbstklassifizierung zur Kasse gebeten werden, sind Kritikpunkte, denen sich die FSM stellen muss.
Wenn man seine Webseite altersklassifizieren will, dann wird es so sein, dass für nicht kommerzielle Anbieter, Organisationen und so weiter, das auf jeden Fall kostenfrei sein wird, unser System zu nutzen. Und danach wird es auch eine moderate Kostenstaffelung an den Umsätzen der Unternehmen geben. Also es ist nichts, wo wir Gewinne mit erzielen. Wir sind eine gemeinnützige Organisation, ein Verein. Das heißt, wir haben gar kein Interesse, große Gewinne zu erwirtschaften, weil das dürfen wir gar nicht. Die Neuregelung des Jugendmedienschutzstaatsvertrages hätte zudem einen wichtigen Effekt für die Zusammenarbeit zwischen FSF und FSK mit sich gebracht. Die FSF prüft im Grunde nach den gleichen Kriterien wie die FSK auch, aber umgedreht eben ist es so, dass die FSK ein Programm, was zunächst im Fernsehen läuft, komplett nochmal neu prüfen muss. Das wäre nach dem neuen Gesetz anders gewesen, weil wir dann eine Durchlässigkeit auch gehabt haben, umgedreht für den Kinobereich. Und das wäre ein ganz wichtiger Schritt gewesen, weil es eben zeigt, es geht um den Inhalt und nicht um den Vertriebsweg. Der abgelehnte Jugendmedienschutzstaatsvertrag war der weltweit erste Versuch, Jugendschutz im Internet möglich zu machen. Die Rückkehr zu den alten Bestimmungen stellt den gesamten Jugendmedienschutz in Frage. Wie sinnvoll ist Jugendschutz im Kino, wenn ein Film zeitgleich im Netz für jeden zugänglich ist?